Richard David Precht, wir haben uns auch ein paar Jahre nicht gesehen. Der Mann, der schreibt und schreibt, der redet und redet. Es kommt immer mehr zusammen über Tierliebe, über Tierrechte, über Liebe, über Ismus, Philosophie, künstliche Intelligenz, über die Pflicht. Woher wissen Sie das alles? Das ist eine verdammt gute Frage. Also ich würde mal sagen, wenn man anfängt, sich mit einem Thema zu beschäftigen, dann ist das ja auch immer nur so, dass man irgendwie eine Ahnung hat oder eine Spur. Und dann fängt man natürlich an, sich immer intensiver damit zu beschäftigen. Und meistens ist es ja, dass ein Thema, das nachher zu einem Buch wird, irgendwas, womit man sich schon ganz lange beschäftigt hat, bevor man sich dann mal dran setzt und sagt, so, jetzt gieße ich das alles mal in eine Form und jetzt verschaffe ich mir mal richtig Klarheit darüber. Und es ist ja auch immer so, wenn man ein Buch schreibt, liest man auch eine Menge andere Bücher. Ja, aber ich glaube einfach, dahinter steckt auch, dass Sie ein sehr fleißiger Mensch sind. Das ist falsch. Fleißig sind Menschen, die Dinge, die sie nicht gerne tun, trotzdem ordentlich und regelmäßig erledigen. Diese Leute sind fleißig. Wenn ich meine Steuererklärung machen muss oder 1000 andere lästige Sachen oder E-Mails, die ich keine Lust habe zu beantworten, dann bleibt das alles wochenlang bei mir liegen. Und daran erkenne ich, dass ich nicht fleißig bin, sondern ich mache das, was ich tue, sehr, sehr gerne. Und wenn man etwas, was man sehr, sehr gerne tut, macht, wenn man morgens schon aufsteht und sich schon freut, an den Schreibtisch zu gehen und sich weiter damit zu beschäftigen, dann braucht man gar keinen Fleiß. Es reicht völlig aus, dass man passioniert ist von dem, was man tut. Es steckt aber zumindest sehr viel Arbeit dahinter. Da bin ich mir auch nicht sicher, weil ich auch immer sagen würde Arbeit. Also das Wort Arbeit bedeutet in seinem Wortsinne, ne, in seinem mittelalterlichen Wortsinne Arbeit. Ja, das bedeutet Mühsal, Plackerei, Schuften, sich abrackern. Und das ist ja auch nicht das, was ich mache, ist bezahlte Selbstverwirklichung. Und ich glaube, das ist was, was ich vielleicht mit dir teile und was ich vielleicht mit Ihnen teile. Ich glaube, das gilt für die ganze Runde. Ja, also da wird man sich wirklich die Frage stellen, also Arbeit, ich meine, ich habe in meinem Leben gearbeitet, deswegen meine ich, dass ich das unterscheiden kann. Ich habe mir mein Studium komplett selbst finanziert und zwar wirklich durch Arbeit. Also durch Sachen, die ich freiwillig nie tun würde. Da fängt schon der Begriff der Arbeit an. Ich habe da was für Sie. Oh, wunderbar. Gibt es tatsächlich noch. Das sind kleine Himbeeren. Ich sage jetzt einfach mal den Namen. Sie haben bei Haribo gearbeitet, um Ihr Studium zu verdienen. Haben Sie zugenommen damals? Nee, ich habe nicht zugenommen. Ich hatte auch nicht so eine richtige Lust auf Gummibärchen in der Zeit. Ich habe tatsächlich diese Himbeeren hier hergestellt. Ja, die haben wir extra. Und ich kann das ja nur deswegen erzählen, weil ich ganz sicher bin, dass sie heute nicht mehr so hergestellt werden. Das war Ende der 80er Jahre. Und da gab es so große Turbinen, die so wie Betonmischer aussahen. Und in denen war Zucker drin. Und dann musste man sich in diese Turbinen, musste man sich reinlehnen, kopfüber, und musste mit dem nackten Arm diesen Zucker umrühren und gleichzeitig mit der anderen Hand so einen Farbauftrag da drauf machen und mit einer Schaufel Puderzucker, sodass also in der Turbine alles voller Puderzucker war. Ja, war also vollkommen verklebt davon und mit dem Arm. Ja, also es war egal, ob man sich die Hände gewaschen hat. Wie haben Sie denn abends gerochen? Oh, ja. Also man war jedenfalls komplett mit Puderzucker in jeder Körperritze verklebt davon. Und ich habe das 10 Stunden am Tag gemacht. Man konnte auch den Arm nicht mehr bewegen. Ne? Ist ja klar, der war dann total müde und schlapp. Naja, und durch die Rotation wurden diese kleinen Kügelchen, ja, der Zucker wurde zu kleinen roten Kügelchen. Und das sind diese roten Kügelchen. Und ich bin ganz sicher, heute wird das nicht mehr so hell. Glaube ich allerdings auch. Klar, man muss, wenn man arbeitet, erstmal auch dafür sorgen, dass man sein Einkommen sichert, vollkommen klar. Das neue Buch von Ihnen hat ja über Arbeit, hat 500 Seiten. Es ist also Arbeit, da durchzukommen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Dann können, was war deine, ich sag mal, anstrengendste Arbeit, vielleicht während des Studiums, was ja immerhin ein Semester gedauert hat? Ja, ich habe gerade noch den Gedanken gehabt, ich war Ende der 80er, so 7 Jahre alt, und ich habe sehr viel davon gegessen. der Gedanke hängt noch sehr fest. Okay. Aber gute andere Geschichte. Wir kennen uns schon länger. Nein, mein erster Job war Unkrautjäten an einer Tankstelle. Oh Gott. Das war wirklich, also an der Tankstelle Unkrautjäten ist auch wirklich bescheuert, aber es war mein erster Job, meine erste Arbeit. Und das ging weiter von an der Tankstelle kehren bis dann Plättchen austragen, also Zeitung austragen, war eigentlich der allererste. Also so diese klassischen Jobs, wo man merkt, ich kann mit einem gewissen Aufwand Geld verdienen, mache aber etwas, was mir vielleicht nicht ganz so viel Spaß macht. Und habe irgendwann erkannt, dass das aber auch anders geht. Ja, zum Glück. Ja. Liebe Brigitte Grotum,
haben Sie irgendwie, du hast ja ganz früh angefangen, ja, aber hast du irgendwann mal so einen Notjob machen müssen, um einfach Kohle reinzukriegen? Ich sag mal was anderes, was auch Arbeit war und was überhaupt keinen Spaß gemacht hat, aber gemacht werden musste. Ich habe ja 28 Jahre selber den Jedermann produziert. Ja. Und die schlimmste Arbeit war, das Geld zusammenzubetteln. Von Mensch zu Mensch, von Firma zu Firma zu gehen, bitte, bitte, ich mache dafür eine Lesung, ich gehe mit Ihnen essen, ich schicke Ihnen meine eine hübsche Tochter, ich mache... Die geht mal mit Ihnen ins Zoo. Das wäre die schlimmste Arbeit. Und die letzten Jahre, es war am Anfang ja... wurde ich ja verpönt, dass ich Sponsoring nahm. Und weil es ja keiner macht. Das macht mittlerweile ist es gang und gäbe. Es war später gang und gäbe. Die Opernhäuser, alle die großen, guten Bühnen. Ich war ja nur ein kleines Stückchen Kultur in Berlin. Und die haben es alle nachgemacht. Und dann war nichts mehr für uns mit den 10 Tagen Jedermann im Jahr. Blieb von, ich bin wirklich mit 500 Markstücken habe ich diese 500.000 zusammengebettelt. Und das war furchtbar. Aber legendär, nicht nur der Jedermann in Salzburg, sondern auch zu Ihrer Zeit der Jedermann in Berlin, muss man sagen. Aber es war furchtbar. Es war die schlimmste Arbeit, die ich gemacht habe. Aber ich weiß nicht genau, wer noch schlimmere hatte. Ich hatte auch mal Arbeit, lassen wir das. Aber Dr. Ummes, als unbelandeter Flüchtling zu kommen, kein Wort Deutsch zu sprechen und dann irgendwann das Studium auch finanzieren zu müssen. Wir haben uns ja geduzt. Was war deine schlimmste Arbeit? Schwerste Arbeit. Ich glaube, das war schon auf Sri Lanka. Irgendwie mit 10 Jahren am Straßenrand zu stehen und Geld zu verdienen für die Familie. Da war, glaube ich, der Druck, dass das Ganze so ein bisschen schwer gemacht hat. Ich glaube, ich konnte immer schon ganz gut schnacken und gut verkaufen. Und man hatte natürlich Angst, habe ich denn jetzt am Ende des Tages so viel Geld zusammen? Weil mein Vater fuhr dann zum Großmarkt und ich stand dann alleine am Straßenrand und habe dann die Sachen dann zu verkaufen. Und das heißt, die Leute zu überzeugen, dass die Kunden bei mir bleiben. Habe viel gelernt und das fand ich, glaube ich, emotional das Schwierigste. Und körperlich war eher vielleicht das Tellerwaschen in der Küche, Putzen und das, was ich in der Schule gemacht hat. Aber es ist ja so, wir sind ja mitten in der Digitalisierung und darum dreht sich natürlich auch das Buch über Arbeit, weil sich alles ändert. Wir sind ja sowieso im Moment in so einer Phase, wo wir irgendwie nicht genau wissen, was passiert denn jetzt hier eigentlich so mit uns. Wir haben plötzlich einen Krieg in Europa. Wir haben alle Angst, dass wir im Winter frieren müssen. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb du das Dschungelcamp übernimmst, ne? Ja. Bist schon mal ein paar Wochen im warmen Australien. Warm im Januar, gehe ich hin, mache ich mit, spare Heizkosten. Nein, natürlich nicht RTL. Das sind ja jetzt hier alles Jobs gewesen, abgesehen von Brigitte Grotum, Sponsoring, das hat sich ja auch geändert, die wir alle kennen. Aber es werden auch viele Berufe verschwinden, aber vor allen Dingen dieser Drang, so viel wie möglich zu arbeiten, das war ja auch in der Nachkriegsgesellschaft bei vielen Menschen heute noch Hauptsache, ich habe einen guten Job. Hast du was, bist du was? Und die Sinnfrage ist jetzt eine andere. Klar, dadurch, dass der Wohlstand immer mehr geworden ist. Ne? Also als die Industriearbeit anfing, waren die allermeisten Leute bettelarm. Die waren entweder Bauern oder arme Fabrikarbeiter. Sie haben 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Und mit Anfang bis Mitte 30 waren sie im Regelfall tot. Und wenn man sich das überlegt und von da aus so diese ganze Kurve sich anguckt, sagen wir mal, Generationen meiner Großeltern haben 50 Stunden gearbeitet, aber nicht mehr alle haben sich tot gearbeitet, nur noch wenige davon. Generationen meines Vaters, die haben ja vielleicht mit 45 Stunden angefangen und am Ende waren sie bei 37,5. Und man sieht also, durch den technischen Fortschritt ist die Produktivität immer weiter gestiegen und dadurch konnten sich Gesellschaften leisten, dass die Menschen immer weniger arbeiten mussten. Je weniger die Menschen arbeiten, umso mehr haben sie Möglichkeit, darüber nachzudenken, was sie eigentlich vom Leben wollen. Also die Erwartungshaltung an das Leben ist immer höher geworden. Ist ja auch bei der jungen Generation, wenn ich da einhaken darf, auch schon so, dass eine wichtige Frage ist, stimmt meine Work-Life-Balance? Ja, oder sagen wir mal, das ist schon fast altmodisch formuliert, weil man möchte eigentlich Work und Life gar nicht als Gegensätze haben. Der Traum besteht ja eigentlich darin, dass man nicht zwischen Work und Life in irgendeiner Form abwägen muss. Das eine ist mies und das andere ist schön. Ja, sondern man möchte, dass das eigentlich so zusammenfällt, dass man freiwillig irgendwie guckt, wann mache ich mal mehr und wann mache ich mal weniger. Und dass Work und Life kein Gegensatz darstellen. Das ist ja eigentlich so. Und das nenne ich Sinngesellschaft im Gegensatz zur klassischen Erwerbsarbeitsgesellschaft. Klassische Erwerbsarbeitsgesellschaft war das Allerwichtigste, war erstmal, dass du Arbeit hast.
So, und dann wäre es noch schön, wenn du jetzt irgendwas gelernt hast, das dir halbwegs Spaß macht. Und dann gab es ein paar Leute, ganz früher ganz, ganz wenige, die was gemacht haben, was ihnen Spaß gemacht hat. Irgendwann wurden es mehr davon. Und jetzt kommen wir in eine Gesellschaft rein, wo eigentlich durch alle Schichten hindurch, nicht nur für Sänger oder für Philosophen, sondern durch alle Schichten hindurch der Anspruch da ist, ich will ein gutes Leben haben. Ich will ein sinnvolles Leben haben. Das, was ich mache, das soll sinnvoll sein, das soll gut sein, das soll irgendwo auch Spaß machen. Ne? Aber da und das ist neu. Das gab es ja in der Geschichte der Menschheit noch nie, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung ein erfülltes Leben nicht nur wünscht, sondern auch eine Chance sieht, es tatsächlich zu haben. Aber Sie haben das ja schon verwirklicht. Sie hatten schon den siebten Sinn. Ich mache genau das, was mir Spaß macht. Ich lese von morgens bis abends an meinem großen Schreibtisch. Es gibt ja auch den Podcast mit Markus Lanz. Mhm. Da ist die erste Frage immer, wo erreiche ich dich? Von Lanz an Sie und dann sagen Sie mal, es ist immer eine Kemenate vor 1000 Büchern. Mhm. Sehr, sehr schön. Wie viele Schreibtische haben Sie? Ich habe tatsächlich nur einen Schreibtisch in dieser ominösen Kemenate. Ja, exakt. Wird nicht gearbeitet, sondern das ist mehr oder weniger eine Abstellkammer. Bei uns zu Hause heißt sie auch gar nicht Kemenate. Sie heißt also jetzt nur in dem Podcast zufällig quasi Kemenate. Bei uns zu Hause heißt die Ponyzimmer. Was für ein Zimmer, bitte? Ponyzimmer, weil als wir da einzogen, gab es gerade so eine, die meisten erinnern sich, eine Werbung von Amazon. Und da gab es so ein winzig kleines Shetland-Pony und das wurde von den großen Pferden gedisst. Und dann wurde bei Amazon wurde eine Klappe geliefert, durch das dieses kleine Pony in die Wohnung rein konnte. So, und davon war meine Lebensgefährtin total begeistert und hatte sich eigentlich gewünscht, dass wir uns so ein Pony anschaffen. Und dafür war eigentlich dieses Zimmer gedacht. Und deswegen heißt das Ponyzimmer. Ich habe das Pony verhindert mit Erfolg und wir haben dann stattdessen ein winzig kleines Schlafsofa da reingemacht, das also mit viel Fantasie wirklich so die Größe und das Aussehen, zottelige Aussehen eines Ponys hatte. Und deswegen sind wir bei dem Namen Ponyzimmer geblieben. Ja. Aber das mit der Kemenate ist ja zufällig entstanden. Ich hatte versucht, ein anderes Wort für diesen Raum zu finden und dann ist es dabei geblieben. Aber Entschuldigung, Sie verkaufen so viele Bücher und sind omnipräsent im deutschen Fernsehen. Warum ziehen Sie nicht in was Größeres? Meine Platzansprüche sind nicht so groß. Also mein Schreibtisch steht in der Küche. Ja, und da kann ich den Podcast nicht aufnehmen, weil es halt. Ah. Mhm. Und deswegen muss ich mich also jedes Mal in diese Kemenate, also ins Ponyzimmer zurückziehen und da auf eine Yogamatte legen, damit es ein bisschen weich ist. Ne? Weil ich kaure da quasi auf dem Fußboden, weil man da auch nicht viel Platz hat, weil dieser ganze Raum ist einfach vollgestellt mit Büchern. Das gehört aber doch auch alles so zum Mythos des Denkers. Ja, aber so war es nicht gedacht. Ehrlich gesagt, es ist sozusagen das Schangelzimmer, ja? Also wo die ganzen Bücher, die man im Augenblick nicht braucht, einfach abgestellt werden. Wenn ich den Podcast höre, und ich höre ihn regelmäßig, dann denke ich mir, das sind zwei Männer, die wissen, wie die Welt funktioniert. Sowas will ich auch zu Hause haben. Habe ich aber nicht. Ja. Und seit wann haben Sie das Gefühl, ich habe verstanden, wo es lang geht, was uns das Menschsein bedeuten sollte, was die Sinnfrage ausmacht? Habe ich bis heute nicht verstanden. Also ich würde gar keinen Podcast machen, wenn ich diese Antwort hätte. Also das Spannende an der Philosophie ist doch, dass es Fragen sind, auf die es keine endgültigen Antworten gibt. Ja? Also eine richtig ernsthafte philosophische Frage ist immer die, wo es nicht so eine Ratgeberantwort gibt. Und wenn man weiß, dann die hat man jetzt einmal gefunden und dann ist das Problem sozusagen erledigt. Sondern tatsächlich ist es ja so, Philosophie ist die Kunst, sich selbst immer intelligentere Fragen zu stellen. Die Fragen hören nie auf. Immer gerade, wenn man eine halbe Antwort auf irgendwas hat, stellt sich ja sofort die nächste neue Frage. Und deswegen kann man eigentlich, wenn man seriös sich mit Philosophie beschäftigt, nie das Gefühl haben, man hätte auf alle großen und wichtigen Dinge Antworten, sondern man hat maximal provisorische Antworten, die wieder zu neuen Fragen. Aber Sie haben Geisteswissenschaften studiert, um auch dahinter zu kommen, wie bestimmte Dinge gemeint sind, was sie für eine Bedeutung haben, etc. Und Sie wollten eigentlich damals an der Uni bleiben. Mhm. Und hat man Ihnen nach einem glänzenden Examen gesagt, nee, die Stelle, die Sie anstreben oder die du anstrebst, die kriegt jetzt eine Frau wegen der Quote. Genau. Hat mich nicht zum Freund der Quotenregelung gemacht. Jetzt weiß ich, warum. Enorm frustrierend, weil ich dachte, die kriegt derjenige, der vielleicht am besten geeignet ist. Und das kommt da nicht aufs Geschlecht drauf an. War aber so. Die Dame, die diese Stelle bekommen hat, ist heute Deutschlehrerin. Und es war natürlich für mich damals ausgesprochen schade, weil es an den Universitäten auch nicht einen echten freien Markt gibt.
Also man kann nicht sagen, ich habe jetzt wahnsinnig tolle Noten und dann gibt es in der Zeit so Annoncen, ja, wo Assistenten gesucht werden, wo man dann habilitieren kann. Habe ich mich überall beworben, bin ich nicht eingeladen worden. Ist ganz klar, diese Stellen gehen immer an die eigenen Leute weg und werden formal ausgeschrieben. Wir haben an unseren Universitäten keinen echten Wettbewerb. Aber das war ein Glück für Sie, dass Sie die Stelle nicht gekriegt haben. Ja, in dem Moment sonst säßen Sie heute nicht hier. Ja, wahrscheinlich ist es sehr gut möglich, wenn man Not erfinderisch macht, das ist schon richtig. Aber das war für mich damals eine Katastrophe. Ich war 29 Jahre alt und ich wusste überhaupt nicht, wovon ich in irgendeiner Form existieren sollte. Ich hatte so das Gefühl, ich habe so ein paar Begabungen, für die es überhaupt keine Verwendung gibt. Man sagt ja dann auch, denken, man könnte Taxifahrer werden oder sowas, aber bedauerlicherweise kann ich auch nicht Auto fahren. Also auch diese Möglichkeit bestand. Übrigens, sehr viele Philosophen können nicht Auto fahren. Das ist eine regelrechte Philosophenkrankheit. Auch Aristoteles hatte kein Auto. Auch Aristoteles hatte kein Auto. Da bin ich absolut von überzeugt. Kant hatte auch keinen Führerschein. Nein, aber tatsächlich, mein Philosophieprofessor hatte keinen und auch andere Leute des Geistes, vor denen ich viel Respekt habe, Roger Willemsen zum Beispiel, ja, konnte kein Auto fahren. Ja. Ja, und das hängt damit zusammen, wer zu viel denkt, ja, ist im Straßenverkehr einfach fehl am Platz. Klaus! Hast du einen Führerschein? Ja. Du hast einen Führerschein. Hat hier irgendjemand keinen Führerschein? Dr. Ich habe mit 34, in Hamburg brauche ich nicht, war in Franken, da sind so viele Berge, also für mich ganz viele Berge, da komme ich nicht zu Fuß hoch. Also. Aber jetzt habe ich kein Auto mehr. Aber ich glaube, die Sinnfrage kann ich mit dem, was ich mir vorstelle, wie ich mein Leben gestalte, kann ich davon leben? Kann ich mir ein Leben, eine Zukunft damit aufbauen? Ich glaube, das verbindet uns, dass da in den jungen Jahren vor allen Dingen erstmal ein großes Fragezeichen an der Wand ist. Nämlich, welchen Weg gehe ich, dem, der vielleicht irgendwie vorgegeben ist für dich oder wo du wirklich deinem Herzen folgst und Philosoph wirst irgendwann oder Musiker, Songwriter und all das. Aber das ist ja nicht gegeben, sondern da ist erstmal ein ganz großes Fragezeichen. Das fängt da an, wo man sagt, irgendwo muss ich am Ende des Monats meine Miete zahlen, muss ja irgendwie klarkommen und vielleicht ist irgendwann auch eine Familie da und Kinder. Und da kannst du als junger Musiker, und ich schätze mir, bei dir war es vielleicht, ich sage jetzt mal du, ähnlich, man muss irgendwann den Schalter umlegen und auch daran glauben, an seine Talente glauben. Und das ist eine Entscheidung, die man ganz von innen trifft. Und das ist eine gewaltige Entscheidung, nämlich in jungen Jahren, wo man gar nicht weiß, ob das am Ende gut ausgeht. Nee, also ich habe zum Beispiel Germanistik und Geschichte studiert, weil mir nichts anderes einfiel, schlicht und ergreifend. Ja. Und wenn ich gefragt wurde, was willst du denn damit machen, dann habe ich gesagt, ja, weiß ich jetzt auch noch nicht. Mhm. Und so kam ich zum Westdeutschen Rundfunk. Aber genau die Frage von dir, Klaus, ja, wie stelle ich mir das vor? Ne? Also wenn ich jetzt Yvonne Ferrer angucke, du hast gesagt, ich verlege mich immer auf das Reisen und werde darüber auch verrichten, darüber berichten. Und hattest du so eine ganz klare Idee, das ist auch mein Berufsweg? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich kam jetzt auch nicht aus einer Reisefamilie. Ich wusste nur, okay, irgendwann möchte ich mal die Welt sehen. Wann genau und wohin, keine Ahnung. Deswegen bin ich natürlich froh, dass sich das irgendwie so über die Jahre ergeben hat. Das ist natürlich auch was, was Sie eben angesprochen haben. Da ist nicht Arbeit und Leben getrennt. Das war ja früher dann anders. Dann reiste man privat, wenn man denn reisen wollte. Und das Geld dazu musste man verdienen. Und das hat sich natürlich auch verschoben. Aber wenn ich bei Ihnen gucke, Ihr Vater, der bis zur 37,5-Stunden-Woche gearbeitet hat, dann Sie mit dem, was Sie selber als sinnvolle Tätigkeit sich auch erarbeitet haben und damit einen berühmten Namen errungen haben, und dann Ihr Sohn. Sind das drei Generationen und drei unterschiedliche Einstellungen zur Arbeit? Ja, also mein Vater hat, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig gerne gearbeitet. Und man muss sagen, das, was ihn am meisten interessiert hat, dem ist er auch trotz der 5 Kinder, die wir waren, und des sehr lauten, turbulenten Elternhauses nachgegangen. Wir hatten eine sehr große Bibliothek mit sehr viel Literatur. Mein Vater hat sich für Kunst interessiert, eben auch ein bisschen für Philosophie. Das sind so die Prägungen, wie man in sowas reinwächst, ne, wie das passiert war.
Und eigentlich habe ich immer gesehen, dass mein Vater dann am glücklichsten war, wenn er nicht gearbeitet hat. Sondern wenn er sich eben mit den Dingen beschäftigt hat, die ihm deutlich mehr Spaß gemacht haben. Und ich bin ganz sicher, bei meinem Sohn ist das jetzt, der hat jetzt Abitur gemacht, da stellt sich die Frage, was er machen will oder nicht machen will. Tatsächlich primär an der Frage entlang, ja, was könnte ich mir am ehesten vorstellen, was mir Spaß macht. Und das war, würde ich noch sagen, ich meine, ich bin ja nicht uralt oder so, aber schon bei mir hat bestimmt die Hälfte der Leute, die mit mir zusammen Abitur gemacht haben, etwas gemacht, wo die Eltern gesagt haben, sieh zu, dass du was Vernünftiges machst, mach eine Banklehre oder geh zur Stadt oder studier Wirtschaft oder sowas. Ne? Und das hat sich jetzt schon relativ stark verändert. Und man kann ja wirklich sagen, von Generation zu Generation spielt diese Sache, das zu machen, was man wirklich machen will, eine immer größere Rolle. Und zwar deswegen, weil wir uns das wirtschaftlich leisten können. Weil wir eine Wohlstandsgesellschaft sind, die so reich ist, wie der Planet es noch nie gekannt hat. Und weil es möglich ist und weil aus diesen Spaßbereichen auch noch lauter erfolgreiche Berufe entstehen können in unserer Gesellschaft. Ja, und wer sich dafür interessiert, wie es so ein bisschen auf der Kippe steht, nämlich diesen Wohlstand zu halten und die nächste Generation, die damit Schwierigkeiten hat, das, was wir verwasselt haben, auch an Klima etc., der kann auch mal in den Podcast reinhören. Danke, dass Sie da sind. Richard David Precht. Ja, vielen herzlichen Dank.